Good morning. Also, ich habe mir gerade Charlie is so cool likes Videos angeguckt und die sind wieder mal sehr cool. Ich bin noch total müde. Hab gerade erst Kaffee getrunken. Und ich wollte mal wieder einen Vlog machen. Als allererstes gehen da Grüße raus an S. Keine Ahnung. Lustiger Name. Und ich bin wieder mal total überwältigt von Charlies Videos, weil er die so gut schneidet und so gut macht. Und ja, ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, weil ich weiß, wie meine Videos sind. Die sind nicht besonders, also nicht so schnell, nicht so gut geschnitten, nicht so gut einfach. Nicht so hochklatschig. Ich bin eher so ein langsamer Typ scheinbar. Obwohl ich ja schnell reden kann, aber nicht so schnell wie Charlie. Und ich bin ja aber auch schon 30 und nicht mehr so alt wie der. Der ist wahrscheinlich 18, 19 oder so. Und ist aber immer wieder inspirierend, seine Videos zu sehen. Und es ist einfach witzig, weil der ein echter Humanist zu sein scheint. Und Humanisten sind selten. Und es ist gut, dass es einen gibt. Ja, das ist sehr witzig. Und ja, was ich eigentlich erzählen wollte, was mir gerade in den Hinterkopf gekommen ist: Ich habe neulich mit meiner Lebensabschnittsgefährtin, über die ich später wahrscheinlich noch erzählen werde, einen langen Spaziergang gemacht, oder beziehungsweise der wurde dann nicht mehr so lang, aber wir haben dabei einen Mann getroffen. Das war ein ganz ulkiger Mann, so ein Freak, und der hatte eine Taschenlampe auf dem Kopf und einen komischen Rucksack auf und eine komische Quietscheente an seinem Stock befestigt, den er vor seinem Bauch trug. Und der erzählte uns was über Gott und die Welt sozusagen. Der erzählt überhaupt sowieso, der lief durch die Straßen erzählend, alleine. Der lief hinter uns und ich habe mich gewundert, was das war. Und bin dann stehen geblieben, um den vor uns laufen zu lassen. Und dann habe ich mitgekriegt, dass er gar nicht zu jemandem erzählte, sondern alleine zu sich erzählte, beziehungsweise mit Gott erzählte scheinbar. Und ja, dann sind wir weitergelaufen und ich habe gemerkt, wie er unsicher war, dass wir hinter ihm liefen, und dann habe ich irgendwie ihn angesprochen und dann haben wir mit ihm ein bisschen erzählt, also besser gesagt, er hat mit uns erzählt, und er hat halt total freakige, aber auch wichtige und gute Sachen erzählt, also über Menschlichkeit, über den Teufel und über Gott. Und also der war offensichtlich ein Jesus-Freak und hat total krasse Sachen erzählt, von wie Gott halt zu ihm spricht und wie Gott ihm hilft und wie Gott ihm geholfen hat, vom Alkohol und von den Zigaretten wegzukommen. Was ich wirklich gut finde, weil ich denke, dass wenn man durch geistige Stärke, sei es nur durch Gott oder sei es nur durch andere Sachen, Affirmationen zum Beispiel, mit denen ich mich gerade beschäftige, von Zigaretten und Alkohol wegzukommen und dann sein Leben sozusagen vernünftiger zu leben und nicht wie so ein Alk-Junkie vor der Kaufhalle zu sitzen und sich zu besaufen den ganzen Tag, ist eine gute Sache. Kann ich nur sagen, ist gut. Ja, und da haben wir uns halt seine Geschichten angehört, sehr mit christlichem Hintergrund, was mir nicht so passt, weil ich halt kein Christ bin, sondern Vicar. Oder auch Taoist zusätzlich noch, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Er hat aber auch viel Gutes gesagt, über zum Beispiel, was meiner Lebensabschnittsgefährtin sehr gefallen hat, war der Part über Schlüssel, den er sagte. Und zwar, er hat gesagt, wenn wir keine Schlüssel hätten, dann könnte jeder in eines jeden Höhle sozusagen, weil früher haben die Tiere und die Menschen ja in Höhlen gelebt. Tiere leben ja sowieso noch in Höhlen, Menschen heute in Wohnungen, die mit Schlüsseln verschlossen werden. Und er hat halt gesagt, dass wenn wir keine Schlüssel mehr hätten, dann könnte jeder zu jedem in der Wohnung und könnte da halt sich was aus dem Kühlschrank nehmen. Ist im Grunde genommen keine falsche Idee, ist eine Utopie, ist aber auch ein bisschen bescheuert, weil dann alle möglichen Menschen wahrscheinlich zu den Menschen rennen würden, die ganz viel im Kühlschrank haben, und es wäre dann auch wieder ein Ungleichgewicht. Also so ganz toll ist das auch wieder nicht, weil, wie soll ich sagen, weil dann die Leute, die, das hinkt einfach hinten und vorne, weil es passt gar nicht auf die Situation, aber wenn man es mal weiterdenkt, weil dann die Leute, die viel im Kühlschrank haben, ihren Kühlschrank wirklich alle 5 Stunden auffüllen müssten, also ihr ganzes Leben nur noch mit Einkaufen verbringen müssten und nicht mehr
arbeiten gehen könnten, um das Geld zu verdienen, um sich die Essen, das Essen zu kaufen, und sondern immer wieder einkaufen müssten. Und woher sollen sie denn das Geld nehmen, wenn sie nicht arbeiten? Also das ist irgendwie sehr vorsintflutlich noch die und unausgereifter Gedanke. Vielleicht hätte er sich da ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, aber im Grundsatz ist die Idee schon eine sehr kommunistische wahrscheinlich auch, dass alles gleich verteilt ist. Und aber ich glaube, eigentlich lag da auch im Hintergrund, dass einfach der Mann gedacht hat, dass er von uns irgendwelche Unterstützung bekommen kriegt, oder dass er vielleicht von uns mal ein bisschen Brot kriegt oder was weiß ich, falls es ihm schlecht geht. Und er ist immer zweischneidiges Schwert. Also ist eine Gratwanderung, kann man nicht einfach so stehen lassen. Ja. Ja, jedenfalls hat er auch, aber trotzdem hat er viele andere interessante Sachen gesagt über Misstrauen, über Freundschaft, über Liebe, über was noch, über vieles einfach. Es war sehr interessant und wir sind echt geflasht gewesen, weil er die ganze Zeit nur geredet hat, hintereinander weg, so wie ich jetzt gerade, aber ist ja auch okay, weil die Leute, die das gucken, die gucken sich halt an, und die es nicht gucken, gucken sich halt nicht an. Und man kann ja auch mal Pause drücken oder Stopp, und bei dem konnte man das eben halt schwer. Wir haben dann irgendwann den Schluss gefunden und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt weitergehen. Das geschah auch hauptsächlich auf Motivation meiner Lebensabschnittsgefährtin hin. Und dann sagte er zum Schluss, also sein absoluter Schlusssatz war, dass es schwerer ist, allein zu sein. Und davor sagt er eben halt, dass es schön ist, dass er immer sich immer wieder freut, wenn Leute zusammen sind und zusammenhalten, und dass es eine gute Sache ist. Und zum Schluss sagt er dann halt eben, dass es schwerer allein ist, und das ist absolut richtig. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich daraus letzten Endes gezogen habe, also als Schlusswort sozusagen. Und ja, war sehr interessant. Und ja, allein sein ist halt immer schwieriger als zu zweit sein. Aber ich habe auch gelernt, und das ist gleich die Überleitung, dass es manchmal auch wichtig ist, allein zu sein. Also, weil meine Lebensabschnittsgefährtin zum Beispiel, wenn ich die noch so nennen darf, weil ich habe echt scheiße geworden mit ihr gestern, hat jetzt eine Woche in einem neuen Lehrgang angefangen, und nach der Woche fühlte sie sich sehr verwirrt wahrscheinlich auch und musste sich erstmal wieder selbst finden. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil ich gedacht habe, warum will sie sich denn nicht mit mir selbst finden? Ich meine, ich kann doch bei ihr zusammen, mit ihr zusammen sein, und sie kann sich dann selbst finden, aber sie brauchte einfach wirklich Zeit für sich selber. Und das habe ich nicht respektieren können, weil ich nicht verstanden habe, dass es für sie wichtig ist, und weil ich auch weiß, dass es halt immer im Menschen Tendenzen gibt, den anderen wegzudrücken oder wegzuschieben von sich, einfach um Menschen nicht an sich ranzulassen. Aber manchmal ist es einfach definitiv wichtig, dass man alleine ist und sich mit sich alleine, ganz alleine meditieren kann oder sich ausruhen kann, um wieder zu sich zu finden. Ja, und da haben wir uns gestern so dolle gestritten. Sie hat mir zum Beispiel auch vorgeworfen, also ich habe versucht, sie zu verstehen, was ihre Lage ist, aber das Problem war, dass sie wahrscheinlich, dass das nicht ging, weil ich einfach nicht genügend Selbsterfahrung oder Erfahrung selber als Mensch habe, um sie zu verstehen. Und dann habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, und ich habe dann mit meiner Mutters Hilfe entwickelt die Gedanken dazu, wie ich meine Lebensabschnittsgefährtin besser verstehen kann. Und das war letztendlich sehr hilfreich, weil ich dann auch wieder den Weg zu ihr zurückfinden konnte, zu meiner LAG. Und es war jedenfalls gestern echt ein heikler Tag. Und was mir jetzt also echt noch im Gedächtnis haften geblieben ist, ist, dass sie gesagt hat, dass ich mir ja anmaße, wie Gott zu sein, weil ich mir anmaße, alle 5 Milliarden Menschen auf der Welt verstehen zu können, was nicht richtig ist, weil das mache ich wirklich nicht. Ich glaube einfach, dass man, man kann nicht alle 5 Milliarden Menschen auf der Welt verstehen, einfach aus dem simplen Grund, dass man nicht alle kennenlernt.